Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Heart Gold. Ja, wir sind jetzt hier auf Route 13 und ja, fangen jetzt hier genau die Route 13 an. Da ist schon der erste Trainer auf dieser Route. So sieht momentan unser Team aus. Shocker ist noch auf Level 47, aber ich lasse mal Quapper noch einfach mal vorne, um dann gegen diesen Trainer hier zu kämpfen. Lauter Windräder scheinen hier zu sein, so eine kleineren. Und ja, was? Auf was für Pokémon treffen wir? Natürlich auf Vogelfänger, also Flug-Pokémon, ist ja klaro. Ich sollte mal einen anderen mal nach vorne tun. Hier scheinen wirklich viele, viele Vogelfänger zu sein. Ja, Virus ist ja der höchstgelevelte bisher, darum würde ich mal sagen, ich nehme mal einen anderen. Zum Beispiel mal Joker. Stimmt, die Pokémon hier sind ja auch nicht so stark. Sind ja auf Level 37 hier, zumindest dieses Ibitak. Und ja. So, am Anfang möchte ich nochmal gleich sagen, sorry, dass dieser Part heute 18 Uhr kommt statt 16 Uhr, weil normalerweise kommt. Ach, hat ja keine AP mehr. Och, daran habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich muss wechseln. Moment. Und zwar, ja, normalerweise kommt ja der Pokémon-Part am Freitag um 16 Uhr, aber heute mal um 18 Uhr. Weil es mir fiel so auf gestern Abend noch, dass ich halt für morgen, also für den heutigen Tag, keinen Part mehr habe, für den Freitag. Und ja, hatte aber gestern leider keine Zeit. Vorgestern auch nicht. Vorgestern war Schulfest und gestern war ich nicht zu Hause. Und ja, darum bin ich gerade eben von der Arbeit gekommen. Es ist momentan bei mir 15.42 Uhr. Und ich nehme halt jetzt hier ein paar Parts auf für die nächsten Tage jetzt hier. So mindestens drei Parts würde ich gerne jetzt hier schon aufnehmen. Sodass dann, dass ich dann die nächsten Tage auf jeden Fall Parts habe für euch. Und die letzten Tage ist nicht alles so gelaufen, wie es sollte. Sagen wir es mal so. Ja. Na komm, der nächste wird doch kein Vogelfänger sein. Hoffe ich, denke ich. Hier, der hier. Das ist doch kein Vogelfänger. Lass ich einfach mal Quappballen, trotzdem nochmal vorne. Und gut ist. Ja, dieses Mal ist es kein Vogelfänger, ein Wasser-Pokémon. Ist vielleicht auch nicht gerade das Beste für Quapball, aber ja, ich setze einfach mal Schaufel ein. Das ist wenigstens normal effektiv. Und ja, Kreideschrei hätte Enton eingesetzt. Okay. Und das macht ordentlich Schaden. Jetzt kommt nochmal Kreideschrei, aber ich denke mal, dass Enton wird nicht mehr die Chance haben, uns zu besiegen, wenn ich jetzt hier nochmal Schaufel einsetze. So. Ich habe die letzten Tage auch wieder ein bisschen intensiver Pokémon Mond gespielt. Nicht zu Hause, sondern eher in der Schule, wenn ich mal Freistunden hatte. Weil die letzten Tage war es auch in der Berufsschule, ich habe ja momentan Berufsschule, war es so, dass einfach so dann kam ein Lehrer und sagte, ja, Lehrer ist krank, ihr habt jetzt 2 Stunden frei, sozusagen. Auch wenn man früh morgens dahin kam und dann plötzlich heißt es, nö, doch nicht, jetzt doch kein frei, doch jetzt kein Unterricht, dann jetzt frei und man hätte noch schön länger schlafen können und ja. Ich habe aber immer meinen 3DS dabei als, als Trumpfkarte oder so. Nein, was will ich denn jetzt eigentlich? Ich will hier ein Äther einsetzen, falls ich einen habe. Einen Top-Äther hätte ich. Mann, Äther habe ich leider nicht, okay. Na gut, dann geht es hier mal weiter. Also so als Langeweile vertreibt sozusagen, habe ich halt jetzt immer mein 3DS mit dabei. Was auch ganz gut ist, und da waren immer jetzt mehrere Tage lang immer so 2 Stunden Pokémon gezockt. Und ich muss sagen, es ist immer noch gigantisch, dieses Spiel. Und ich sollte mal wechseln. Ja, beeindruckt mich immer wieder. Ich habe jetzt auch die erste Prüfung gemacht. Wow, ich bin richtig weit. Ich weiß, bin nämlich nicht richtig weit. Aber es ist ja nicht so schlimm. Aber auch die erste Prüfung, also dieses neue Konzept, das sagt mir auf jeden Fall zu.
Bisher ist mein Team auch ganz interessant aufgebaut. Ich kann es ja mal kurz sagen, als mein erstes Teammitglied war Bautz, habe ich ja schon, glaube ich, mal gesagt. Hat sich am heutigen Tage sogar weiterentwickelt, als ich darauf gewartet habe, dass der Unterricht anfängt. Weil ich muss noch eine Stunde warten, weil war halt schon heute eine Stunde eher in der Berufsschule, weil hätte ich einen Zug später genommen, dann wäre ich zu spät gekommen. Also musste ich halt eine Stunde da warten, habe ich Pokémon gezeigt. Hat sich Bautz entwickelt, dann wen habe ich noch? Fukano habe ich auf jeden Fall im Team. Dann mal wieder ein Magnetilo, genauso wie hier in Pokémon Hard Gold. Nur jetzt hier in Pokémon Hard Gold halt ein Magneton. Dann habe ich noch so ein Krabbenvieh aus der 7. Generation Krabok. Heißt es so? Ich glaube ja. Und wen habe ich noch? Ein Pokémon. Ich habe jetzt so 5 Teammitglieder. Also Bautz, Magnetilo, dieses Krabok, Fukano. Oh, welches sind noch? Ach ja. Hier, wie heißt es? Aus der 5. Generation dieses Hunde-Pokémon. Ah, wie hieß denn das? Irgendwas mit Klaff irgendwie so? Käufwaff? So, glaube ja. Käufwaff. Aber bis jetzt ist eigentlich. Sind die meisten Teammitglieder noch nicht so sehr fest. Kann sein, wenn ich noch ein besseres, noch ein anderes Pokémon begegne, dass ich dann zu gegebener Zeit dann nochmal sage, okay, das Pokémon kommt nochmal raus und dieses Pokémon kommt rein. Ja, zum Beispiel dieses, was, Käufer? Nee, das war doch ein Pokémon der 6. Generation. Nee, ich meine dieses, der 5. Generation, dieses Hund-Pokémon da. Ah, nee. Aber auf jeden Fall, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das für immer drinne bleibt. Gott, Fukano reizt mich doch schon so ein bisschen, aber weiß auch nicht. Ich hätte ja gerne Pokémon Mond Let's Played nach Pokémon Hard Gold. Aber da ist das Problem, ich habe halt keine Capture Card, habe ich ja schon mal erwähnt. Und da ist halt das bisschen schlecht. Ein bisschen schlecht zumindest. Ich kann natürlich abfilmen, aber ne, diese Qualität will ich euch nicht antun. Nein, danke. Ach ja, übrigens, bezüglich Tribe hat mir Bone was sehr, sehr, sehr Interessantes in die Kommentare geschrieben, wo ich merke, ja, ich sollte mal öfters mal die Fähigkeiten durchlesen. Und zwar, dass Tribes Genauigkeit sinkt und dafür der Angriff steigt. Ich muss kurz nochmal nachschauen. Durch seine Fähigkeit über Eifer hat es 20% weniger Genauigkeit auf alle physischen Attacken. Ah, physischen. Heißt also, dass er bei Fliegen nur eine Genauigkeit von 76 hat. Hat er gleich nochmal ausgerechnet. Dankeschön. Dafür steigert sich der Angriff um 50%. Ist, denke ich mal, was. Und ist ganz schön ordentlich. Unser Flora hat fast dasselbe, nur dass bei ihm halt nach jeder Runde ein Achtel seiner KP abgezogen werden, dafür sich der Spezialangriff um 50% erhöht. Genau, das hat mir Bone vor einem Tag geschrieben, also gestern oder vorgestern, oder in der Nacht irgendwann. Bone schreibt ja gerne auch mal in der Nacht, so wie ich mitbekommen habe. Glaube ich? Ja, doch. Wow. Ich habe eben auf einen anderen Bildschirm geschaut und habe da nochmal gelesen und währenddessen bin ich hierher gelaufen und sehe, ach, da sind ja einige Trainer. Naja. Ein Zigzag. Ein Normal-Pokémon. Aber wie heißt dieses? Eine Hund-Pokémon. Ich bin gerade hier auf PokeWiki und ich gebe einfach mal normal ein, so, weil das ist auf jeden Fall ein normal Pokémon, was ich da suche. So,
8 besiegt, das finde ich sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal. Ja, ich glaube erstmal hier weiter oder soll ich Pokémon wechseln? Nee, Tribe macht das sehr, sehr. Obwohl, Tribe ist schon auf Level 49. Egal. Einfach weitermachen. Moment, das ist jetzt ein Doppelkampf, sehe ich gerade. Oh. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, ich will schauen, was das für ein Pokémon ist. Ich sollte mal A drücken oder so, damit der Kampf anfängt. Ja, keine schlechte Idee. Nee, Käufer war wirklich das Pokémon der 6. Generation. Und hier, Yorklef, Terrybark und Bisbark. Die meine, stimmt. Stimmt. Ja, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es. So, Zigzags und Sandama. Zigzags und Sandama. Silber auch trifft beide? Nein, tut's nicht. Okay. Dann setze ich einfach mal Fliegen auf Zigzags ein. Und Stroker muss ich leider auswechseln. Psychokinese hat immer noch keiner. Aber Spuckball kann ich einsetzen auf Sandama. Ist zwar nicht so stark, aber dass Stroker wenigstens kämpfen kann. Das ist ja dann die Hauptsache. Vielleicht macht das doch ein bisschen mehr Schaden. Ja, doch, doch. Und Spezialverteidigung sinkt, umso besser. Dann ist Sandama, denke ich mal, in der nächsten Runde auf jeden Fall besiegt. So, was setzen die beiden ein? Zermalmklaue auf Joker. Okay. Geht nicht viel ab. Dafür sinkt die Verteidigung und dann Rückkehr. Auch auf Joker. Dieses Zigzag scheint nicht sehr beliebt zu sein beim Trainer. Weil sonst hätte es mehr Schaden angerichtet. Haben das die beiden dann doch nochmal gut gemacht. Sehr, sehr schön. So. Das Sandama sollte ja jetzt besiegt sein, weil der Spezialangriff, die Spezialverteidigung gesenkt wurde und so ist es auch. Sehr, sehr gut. Joker erreicht Level 48. Sehr, sehr schön. Und es kommt sogar noch zwei Pokémon. Einmal ein Roselia. Ah, da hätte ich gerne jetzt eine Psycho-Attacke, habe ich leider nicht. Und ein Golbat. Auch da ist bei beiden jetzt eine Psycho ganz gut, aber Tribe hat keine Psycho-Attacke mehr. Das war einmal. Und ja, Joker. Sieht sehr, sehr schlecht aus, aber naja. Ich setze einfach mal Spukball ein auf Golbat. Und Tribe setzt Fliegen ein. Fliegen ist sehr effektiv auf Roselia. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht greifen die beiden Tribe an, weil Tribe ist ja in der Luft und ja, wäre schön. Ah, Moment. Das trifft beide, okay. Roselia, ja, verwurzelt sich. Okay, dann einfach mal weitermachen. So, wie viel zieht das ab? Bitte genug? Ja, perfekt. Perfekt. Obwohl Joker keine genügend AP hat, ist es doch, denke ich mal, ganz gut gelaufen. Was ist noch nicht vorbei, aber dass Golbat uns jetzt hier noch besiegen wird, das bezweifle ich eher. Sieht man ja. Ja, da setze ich einfach mal Risikotecke ein aus dem folgenden Grund. Da ich nicht so viel AP jetzt hier verbauen möchte. Kleiner Rückstoß, macht nichts. So. Die beiden sind besiegt. Und dann fehlt jetzt, glaube ich, da noch ein Trainer. Richtig, genau. Ja, Telefonnummern austauschen, mein Ding. Was mir gerade einfällt. Spawn hatte ja. Wir wollten ja schon seit langem mal in diesem Haus nochmal nachschauen mit den. Mit den Trainern, die Items geben. Wichtige Items. Wollte ich eigentlich schon mit euch schon längst machen, aber ich hab's andauernd vergessen, muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid dafür.
Und da bin ich wieder. Tut mir leid. Ein Knospi haben wir vor uns. Ein Knospi. Ich habe da jetzt mal Silber auch eingesetzt. War vielleicht jetzt doch nicht so die gute Entscheidung, weil Fliegen hätte es auf jeden Fall besiegt. Jetzt haben wir das Problem. Swipe ist paralysiert. Wir versuchen trotzdem mal weiter anzugreifen. Klappt auch wunderbar. Muss ich halt einfach mal die Paralyse heilen. Ein Pokémon Mond, da könnte ich jetzt Y drücken und dann wäre ich in Pokémon Armee und könnte einfach die Paralyse so heilen. Hier geht das natürlich nicht. Das geht hier natürlich nicht. Naja. Könnte theoretisch. Wisst ihr was? Ich werde auch Tribe mal jetzt von der 1 wegnehmen. Er hat lange genug gekämpft. Dann können wir die Paralyse ein andermal heilen. Dann kommt mal Bone jetzt hier nach vorne. So, doch was ist hier hinten? Ja, da ist was, aber mit einem Zerschneiderbaum. Wir müssen eh sowieso nochmal hier zurückkommen, weil hier noch einige Zerschneiderbäume, glaube ich, waren. Und Route 15, wie lang ist denn das hier? Nach dieser Route Schluss? Nach der. Das ist jetzt die letzte Route. Ah, okay. Die letzte Route. Okay, na gut. Moment. Ach nee, ich dachte, ich komme hier jetzt gar nicht weiter wegen dem Zerschneiderbaum, aber hier geht es weiter. Ganz schnell mal ein wildes Pokémon antreffen. Ein Tauboga. 25? Das glaube ich höher als sonst, als wir auf wilde Pokémon getroffen sind. So, jetzt ist die Frage, wo geht's lang? Da unten oder? Ich denke mal eher hier oben mal beim Trainer. Hoffen wir es einfach mal. So. Ja, gleich ist 16 Uhr. Eigentlich sollte gleich der Part schon kommen, aber. Naja. Halt heute mal 18 Uhr. So, ein Parasek. Das ist doch irgendwie Käfer oder so. Käfer sollte Feuer sehr effektiv sein. Richtig? Genau. Ich werde zwar gleich weiter aufnehmen, aber zwischendurch werde ich mal ganz schnell den Part auch schon mal hochladen. Dann werde ich halt nachher dann gleich das Thumbnail machen, die Videobeschreibung. Das kommt ja auch noch alles dazu. Ein Quapputzi. Hast du kein Quappo? Das tut mir aber leid. Brauchst du einen Wasserstein? Gebe ich dir nicht. Ich gebe dir eine Laubklinge. So. Effektiv und weg ist es. Reicht es für Level 49? Leider nein. Aber jetzt kommt hier noch ein Ditto. Das passt, denke ich mal, auch. Ein Ditto haben wir bisher. Haben wir bisher ein Ditto jemals angetroffen? Kann sein, muss aber nicht sein. Ich fetze es einfach weg mit einem Blättersturm. So. Das Flight hat nur Level 49 erreicht. Das ist die Hauptsache. So. Ja, und das war's dann wieder für diesen Part, oder? Ah, wir schauen noch, was hier ist. Wenn wir die Telefonnummern ausgetauscht haben. So. Ja, der schöne Sound hier, was so unendlich lange dauert. Und hier nochmal ein schöner, langer Text. Moment, ich muss mal kurz was schauen. Okay, Texttempo ist auf 3. Wäre ein bisschen witzig gewesen, hätte ich die ganze Zeit schon an, nur Texttempo 2 gewählt. Das wäre nicht so schön. Also hier scheint nichts. Naja, da unten geht's noch lang, aber da will ich noch nicht lang. Na gut, dann, wie gesagt, im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin, viel Spaß euch noch, schalte wieder ein und bye bye.